Gib Mobbing keine Chance. Ich weiß selber, wie schlimm das ist, gemobbt zu werden. Und ich kriege es heute teilweise noch in Form von Hate-Kommentaren zu spüren. Ich kann es wirklich nur sagen, wehrt euch. Mobbing ist aus unserer Gesellschaft leider nicht mehr wegzudenken und ist ein riesengroßes gesellschaftliches Problem. Heute gibt es meine 4 Tipps, wie du Mobbing aus dem Weg gehst. Hallo Beauty-Mäuse, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und willkommen zum heutigen Video. Bei uns lernst du Beauty, Fashion und Ästhetik zu verstehen, also abonniere gerne den Kanal, um keine Videos mehr zu diesen Themen zu verpassen. Ich war sehr stark übergewichtig und alles das, was aus der Masse raussticht, ist immer so ein Problem. Mein Übergewicht hat zur Folge gehabt, dass ich als Mobbingopfer kategorisiert worden war. Wir hatten nicht so viel Geld damals zu Hause, weshalb ich auch dementsprechend nie mit Markenklamotten rumgelaufen bin. Dementsprechend haben meine Klassenkameraden und auch viele Leute auf meiner Schule mich gemobbt, haben mich geschlagen, haben mich gehänselt, haben mich verfolgt, haben mich bespuckt, haben mich geschubst, haben mir in meinen Schulranzen getreten, haben mich ausgelacht und das zog sich über mehrere Jahre. In der Grundschule wurde ich halt sehr stark gemobbt und das hat zur Folge gehabt, dass ich mich nicht mehr getraut habe, den Mund aufzumachen. Ich habe mich in der Klasse geschämt, mitzumachen. Dementsprechend hatte ich schlechte Noten. Dadurch, dass ich damals mich nicht durchsetzen konnte und gesagt habe, hey, ich habe das, Frau Lehrerin, ich habe das nicht verstanden, aus Scham wieder gemobbt zu werden, weil andere es vielleicht schon verstanden haben, bin ich heute sehr, sehr, sehr schwach im Kopfrechnen. Ich weiß, dass meine Zuschauer zu über 80% weiblich sind und auch von 24 bis 40 Jahre alt sind. Das heißt, ich muss euch jetzt nicht sagen, hey, wehrt euch in der Schule. Aber wenn ihr Kinder habt, achtet darauf. Das darf nicht passieren. Ist bei mir passiert, weshalb ich mich wirklich nicht mehr getraut habe mitzumachen, dementsprechend schlechte Noten bekommen habe und meine weiterführende Schule die Hauptschule war. Ja, das war eine falsche Wahl, weil normalerweise war ich von der Bildung her Realschulniveau. Ich bin aber auf der Hauptschule weiterhin geblieben, weil dort hatte ich das Einserzeugnis pur. Weil ich meine Hausaufgaben gemacht habe, weil ich mehr Wert auf die Schule gelegt habe als andere. Ich hatte damals als Kind das Problem, dass ich für jeden Scheiß rot geworden bin, weil ich es nicht ertragen habe, etwas Schlaues zu sagen, etwas Richtiges zu sagen. Wenn man halt ein Einsatzzeugnis hat, wird man natürlich von den Lehrern, das ganze Kollegium und auch letztlich von der Schulleitung hochgelobt. Und das war halt auch so ein Punkt, was Mobbing an uns verstärkt hat. Was kann ich jetzt tun, Nathalie, dass ich nicht mehr gemobbt werde? Tipp Nummer 1. Such dir jemanden, mit dem du darüber reden kannst. Finde eine Person, die vielleicht die gleichen Probleme hat, damit ihr zueinander halten könnt, dass ihr euch gegenseitig für denjenigen wehren könnt. Sucht euch jemanden, der euch zuhört, der das versteht, denn das fördert dein Selbstbewusstsein, dass du sagst, okay, ich habe nicht mehr das Gefühl, dass ich alleine bin. Tipp Nummer 2. Wenn das Mobbing so heftig wird, dass eure Leistungen dadurch schlechter werden, dass ihr euch nicht mehr traut, den Mund aufzumachen, dass ihr Angst habt, zur Schule zu gehen, dass ihr Angst habt, an klassengemeinschaftlichen Themen dran teilzunehmen, wie Klassenausflüge. Wenn ihr Angst habt, wenn ihr geschlagen werdet, wenn Gewalt mit im Spiel ist, und dann solltet ihr auf jeden Fall einen Weg da rausfinden. Und da ist wirklich so hart, da ist der Weg zum Lehrer, also zum Klassenlehrer, zur Schulleitung im schlimmsten Fall, je nachdem, was passiert, oder auch eure Eltern ein Ausweg. Eben das mal ausführlich erzählen, was passiert da mit mir, was macht man mit mir, und dann müssen Maßnahmen gezogen werden, damit das so schnell wie möglich aufhört. Denn wenn ihr euch nicht durchsetzt, werdet ihr so wie ich 5 bis 6 Jahre durchgehend gemobbt, und das hat auch charakterische Folgen. Bei mir war das so, ich habe das mal damals meinem Vater anvertraut, ja, was da mit mir passiert. Der ist am nächsten Tag, hat der mich zur Schule begleitet, hat sich den Typen gepackt, der mich gemobbt hat, und hat dem halt ganz klar gesagt, hey, was machst du mit meiner Tochter? Lass das sein, sonst hat das Konsequenzen. Klar hatte ich Riesenschiss, nach dem Aufriss dann wieder zur Schule zu gehen.
in dieselbe Klasse zu gehen, wo dieser Junge halt auch drin war, und dem Jungen gegenüberzustehen, ja, mit denen seine Anwesenheit zu spüren. Klar hat das nicht so viel gebracht, ja, dass er es komplett sein gelassen hat, aber er hat vom direkten Mobbing auf indirektes Mobbing reagiert. Ja, was meine ich damit? Direktes Mobbing ist, wenn man wirklich jemanden schubst und sagt, haha, guck mal, ist die jetzt rot. Das ist direktes Mobbing. Indirektes Mobbing ist, wenn man mobbt, aber andere Leute nicht daraus erkennen können, dass du tatsächlich Opfer vom Mobbing bist. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand sagt, ach, die arme Natalie, lass sie doch rot werden, lass sie doch, so halt, ne? Ich glaube, ihr versteht, was ich meine, das ist schon was anderes, als wenn man sagt, hahaha, ist die jetzt rot. Vom direkten Mobbing ist er dann zum indirekten Mobbing übergegangen, aber es war halt immer noch da. Und jetzt komme ich zum Tipp 3, werdet selbst aktiv. Nachdem mein Vater da so ein riesen Theater gemacht hat und der Typ das Mobbing halt vom direkten zum indirekten Mobbing umgewandelt hat, ja, das heißt, es sind noch Sprüche gekommen. Ich habe meinen Vater als Vorbild gesehen und habe gesagt, wow, der hat das so krass gemacht, der hat dir eine Ansage gemacht. Ich denke jetzt jedes Mal daran, wie mein Vater sich für mich gewehrt hat, wehre mich jetzt genauso. Ihr müsst euch wehren. Der Mobbing-Täter weiß, okay, die fühlt sich gemobbt, ich mobb die aber jetzt weiter, ja. Ihr Vater hat dann Aufriss gemacht, Schulleitung hat mich angesprochen, Klassenlehrer, irgendwelche Maßnahmen sind eingetreten, wie Nachsitzen oder sonst was. Ja, jetzt mache ich das trotzdem noch, aber ich lasse mich nicht mehr so erwischen. Ich mache das nur noch so gelegentlich. Wenn es gelegentlich dann noch kommt, macht den Mund auf. Ja, entweder macht ihr den Mund auf, ihr beleidigt oder ihr sagt, hey, bist nicht cool oder interessiert mich überhaupt nicht, was du da sagst. Ja, und lass mich rot sein, hast du keine Probleme. Dafür bin ich halt gut in der Schule und du nicht. Dafür kriegst du eine 5, dafür kriege ich eine 1. Ja, ich werde später was mit dem Zeugnis machen können. Ich werde meinen Weg gehen und du wirst deinen Weg nicht gehen. Du musst den Leuten dann kontern. Entweder machst du den Mund auf und wirst halt auch beleidigend, dass du halt Hals, Maul oder sonst irgendwas sagst. Denn dann realisierst du den Täter, dass du dich wehrst. Klar kann er dann darüber lachen, sagen, haha, sei mal nicht so frech. Aber du hast dich mindestens gewehrt. Je mehr du dich dagegen wehrst, desto uninteressanter wird das irgendwann für den Täter. Oder du ignorierst die Person halt einfach komplett. Wenn jetzt zum Beispiel der Typ zu mir gesagt hat, Natalie, mein rotes Erdbärchen oder meine rote Ampel oder weiß ich nicht was, habe ich mir jetzt ausgedacht, ne, so war es nicht, aber, ne, dann hätte ich einfach weghören müssen, einfach nicht darauf reagieren müssen. Dann verlieren diese Leute das Interesse, weil sie es nicht mehr lustig finden. Weil die Leute, die mobben, um sich besser zu fühlen, damit sie cool in der Gruppe sind und damit die anderen was zu lachen haben. Deswegen mobbt man, um sich besser zu fühlen, ja, um sich cooler zu fühlen, eine Gruppenzugehörigkeit zu bekommen. Ne? Deswegen macht man das. Und meistens macht man es auch also aus Neid. Ja? Ich wurde gemobbt, weil die Leute neidisch auf mich waren. Ja? Weil ich so gute Noten geschrieben habe, weil ich Erfolg hatte und die nicht. Ja? Also Tipp Nummer 3, macht den Mund auf oder ignoriert es bewusst. Dann werden die ablassen. Ja? Und Tipp Nummer 4, mach dir immer bewusst, dass du was Besseres bist. Die Leute haten, weil sie neidisch sind. Mach dir mit dem Tipp 4 wirklich bewusst, du bist nicht allein damit. Ja, erstens das und du bist was Besseres. Die schreiben schlechte Noten, ich schreibe bessere Noten, ich werde irgendwann mal einen Top-Beruf haben. So, meine Lieben, das war's jetzt mit dem Video. Ich fasse nochmal ganz kurz die 4 wichtigen Tipps zusammen. Tipp Nummer 1, sprech mit jemandem darüber. Such dir eine Person, die dich versteht und dich auch unterstützt und sich für dich wehrt. Tipp Nummer 2, wenn es zu extrem wird, sprech mit deinem Klassenlehrer, mit der Schulleitung oder mit deinen Eltern. Die müssen sich für dich einsetzen. Tipp Nummer 3, ignoriere Mobbing, entweder ganz gezielt, sodass sie kein Interesse mehr an dir haben, oder wehr dich einfach. Wehr dich im Notfall mit Beleidigungen, aber wende keine Gewalt an. Und Tipp Nummer 4, mach dir bewusst, du bist nicht alleine damit. Ja, es ist nicht schlimm, rot zu werden. Es ist viel, viel besser. Dann werde ich halt rot, aber ich habe mich im Unterricht beteiligt. Die nicht. Mach dir immer bewusst, du bist was Besseres. So, meine Lieben, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gib dem Video gerne deinen Daumen nach oben. Schau dir hier gerne noch weitere Videos von mir an. Und
aktiviere hier unten die Benachrichtigung bzw. die Glocke, denn dann wirst du als einer der ersten darüber informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Und jetzt noch zum Schluss. Bist du schon mal gemobbt worden? Schreibe unten in die Kommentare deine Tipps gegen Mobbing. Vielen Dank, dass du in dieses Video geklickt hast, dass du so lange dran geblieben bist. Und ich hoffe, dich in einer meiner nächsten Videos begrüßen zu dürfen. Wenn es heißt, you and us. Bis zum nächsten Mal.